mit dir teile, was neulich vor ein paar Tagen in meiner Post gelandet ist. Ich habe mich nämlich super drüber gefreut. Ich hatte nämlich vor einiger Zeit, müsste schon ein paar Monate her gewesen sein, von der Katharina eine Anfrage bekommen, ob ich Lust auf ein Interview hätte. Und zwar ging es darum. Sie wollte ein kleines Interview, weil sie schreibt an einem Buch, hat an einem Buch geschrieben. Und jetzt ratet mal, was dann eben vor ein paar Tagen in der Post gelandet ist. Das fertige Buch von ihr. Der Weg des Herzens. Das ist super spannend. Es sind 10 Menschen, die ihre persönliche Geschichte, ja, von ihrem Weg des Herzens erzählt haben. Ja, Geschichten, Selbstfindung, Selbstheilung und Glück von Katharina Pawluski. Ich weiß gar nicht, wie man den Nachnamen ausspricht. Ja, aber super lieb auf jeden Fall. Und sie hat mir noch einen kleinen Brief eben mit reingesteckt. Lieber Tobias, ich danke dir von Herzen für deine Geschichte. Alles Liebe, Katharina. Und es sind wirklich sehr spannende Geschichten drin geteilt. Ich habe unter anderem auch über meine Jugend, Kindheit, meinen Wandel erzählt, wie es eben dazu kam, dass ich das hier mache, was ich hier mache, dass ich hier sitze und Videos mache, weil vielleicht hat der eine oder andere von, vielleicht hast du es auch noch nicht mitbekommen, weil eigentlich komme ich aus einer ganz anderen Richtung und habe Bauingenieurwesen studiert, habe einen Bachelor fertig gemacht, habe auch im Ingenieurbüro nebenbei gearbeitet und habe aber gemerkt, hey, irgendwie ist da noch mehr. Hat mir schon Spaß gemacht, aber ich habe irgendwie gesehen, hey, da ist noch mehr. Ich habe gemerkt, was, dachte auch immer, ich wäre gesund. Ich habe gemerkt, was die Ernährung bei mir gemacht hat. Und dann eben auch vom Bewusstsein, von dem Glückszustand, in dem man kommen kann. Und dann eben auch Körperübungen, Meditation, Atemübungen und diese ganzen Geschichten. Seitdem habe ich halt begonnen, aus reiner Empathie einfach, wenn man sieht, wie viele Menschen hier einfach noch auf der Welt leben und eigentlich in völligem Wohlstand, aber trotzdem Suizid begehen, obwohl sie irgendwie Frau, Kinder haben und weltberühmt sind oder einfach Depressionen haben oder es aus gesundheitlichen Gründen eben nicht gut geht. Und wenn man all dieses Leid sieht, dann denkt man sich, vielleicht kann das Brückenbauen warten, weil was bringt es dir, in einer Villa zu sitzen, wenn du am Ende nicht mehr glücklich bist, keine Freude mehr in deinem Leben hast. Und das ist eben auch ein Punkt, wo du dich mal fragen kannst, hey, wie geht's dir innerlich eigentlich, egal was du machst? Weil die äußeren Bedingungen mögen da nicht abhängig sein. Genauso ist es mit dem Stress. Weil es dann immer heißt, oh, es liegt ja dran, dass ich ein Studium habe, dass ich Stress habe. Oder es liegt dran, dass ich Kinder habe. Oder mir geht's dann nicht gut, weil ich keine Kinder habe und Kinder möchte. Ja, oder ich habe keinen Job, deswegen geht es mir schlecht. Ja. Egal in welcher Situation. Der Stress kommt nicht von innen. Und das Glück, wirklich nachhaltiges, dauerhaftes Glück. Nicht dieser kurze Reiz, wenn du dir irgendwie ein schönes Auto kaufst und dann bist du 2 Wochen happy und fährst überall rum. Und dann nach 3 Wochen bist du wieder in deiner alten Phase. Das kann dich höchstens mal kurzzeitig befriedigen, aber ist nie was Dauerhaftes. Und darum geht es eben auch in dem Buch. Und das ist super spannend. Der Stefan Hiene hat zum Beispiel auch seine Geschichte geteilt. Den müssten auch mehr von euch kennen. Und ach, Georg, der war auch mal bei einem Retreat von mir, beim letzten Sommer-Retreat in Österreich. Der hat auch seine Geschichte geteilt. Also es sind wirklich wunderschöne Geschichten mit dabei. Es sind 10 Stück eben. Ich kann euch ja auch einfach mal kurz in den Klappentext reinlesen. Also mögest du aus den Geschichten Kraft schöpfen und den Mut finden, deinen Weg zu gehen. Ja, und dazu möchte ich eben auch immer animieren. Auch auf YouTube besonders und eben hier. Geh deinen eigenen Weg. Schau, was für dich richtig ist. Nicht, weil dein Nachbar es macht, weil deine Eltern es sagen, deine Freunde oder sonst wer. Mach das, was sich für dich absolut richtig anfühlt. Und dann wirst du sehen, dass du in der Lage bist, ganz andere Dinge zu tun.
Und wenn du eben auch vor dieser Entscheidung stehst, dein Leben in die Hand zu nehmen, vielleicht auch gerade eine Ausbildung fertig gemacht hast, ein Studium fertig gemacht hast, oder du einfach in deinem Job merkst, hey, ich möchte da nochmal wechseln, dann nimm dir dazu am besten mal 1, 2 Wochen Minimum ohne Handy, ohne irgendwelche Gespräche mit deinen Freunden, Familie, Verwandten, Gesellschaft. Und dann überleg dir, was möchtest du wirklich tun? Ein schönes Beispiel ist auch, stell dir vor, du hättest 10 Millionen auf deinem Konto. Was würdest du machen? Jetzt nicht die Dinge, die du am Anfang mal kurz dir kaufen würdest, wenn du so viel Geld hättest, sondern was würdest du dauerhaft machen? Was würdest du jeden Tag noch machen, wenn das Geld nicht aufhört? Und jeden Tag wird das Konto wieder gefüllt mit 10 Millionen. Was würdest du dann machen? Was ist das, was dich eigentlich bewegt? Und nimm dir wirklich die Zeit dazu. Schalt komplett ab, 1, 2 Wochen mindestens. Was möchtest du wirklich machen? Was wird in dieser Welt auch gebraucht? Diese 2 Punkte. Was möchtest du wirklich machen und was wird in dieser Welt gebraucht? Also kleiner Anreiz und ja. Deswegen hat mich das eben auch so gefreut. Es ist wirklich ein Buch einfach, wo man sehr viel Inspiration finden kann. Also ich werde den Link mal unten in die Kommentare reinstellen. Genau. Falls ich nicht dran denke, erinnert mich dran. Ja. Und ja, das ist unbedingt das. Wie gesagt, möchte ich dich auch zu animieren. Und jetzt übrigens auch, ist jetzt gar nicht mehr lang hin. Wir starten nämlich jetzt auch mit einer gemeinsamen Gruppe. Am 19. Oktober ist das Event, aber wir starten jetzt gerade schon die ganze Zeit in der Zusammenarbeit. Und ich wollte maximal 25 Teilnehmer jetzt bis zum Event, bis zu diesem gemeinsamen Start. Da geht es in luftige Höhen. Vielleicht habt ihr schon einen Post von mir gesehen. Also es geht in der Nähe vom Bodensee. Ja, da fängt es nämlich schon an und da treffen wir uns einmal eben zum Start persönlich und danach gehen wir eben den Weg alle gemeinsam in einer Gruppe und sind eben Menschen, die alle auf diesem gleichen Weg sind, sich da weiterentwickeln möchten, wirklich von innen heraus dieses Glück kreieren im Le ihren Leben und zur Gesundheit und einer inneren Stabilität zu kommen, mehr Energie, Lebensfreude zu spüren, diese Vitalität. Und ich bin super gespannt. Ja, ich hatte es ja neulich auch erzählt, es waren die ersten 4 Early Bird Tickets nämlich weg. Jetzt sind nochmal 2 dazugekommen. Das heißt, jetzt sind nur noch 4 übrig. Genau, also wenn du da noch dabei sein möchtest, das sind eben nur die Early Bird Tickets und dann Anmeldung ist jetzt noch knapp 4 Wochen. Also, wenn die Plätze eben vorher nicht weg sind. Mal schauen. Und genau, diese 10 Tickets, da sind eben jetzt nur noch die 4 übrig. Mal schauen, wann die jetzt wegkommen. Also wenn du da auch noch dabei sein möchtest, dann melde dich einfach mal bei mir. Dann können wir mal, ja, telefonieren am besten. Ja, also schreib mich einfach an, schreib mir eine persönliche Nachricht. Und ich bin gespannt, dann von dir zu hören und würde mich freuen, wenn du da noch mit dabei bist. Das war's eigentlich. Und dann wünsche ich dir viel Spaß dabei, auch auf deinem Weg. Und trau dich ruhig. Trau dich, geh den Schritt. Nimm dir zum Beispiel jetzt mal direkt diese 1, 2 Wochen zu einer Entscheidung, um dir mal zu überlegen, hey, wie soll der Rest deines Lebens ausschauen? Was möchtest du wirklich machen? Wie möchtest du leben? Wie erfüllt möchtest du sein? Was ist das, was dich wirklich antreibt? Ansonsten, mach's gut. Bis die Tage oder vielleicht direkt, wenn du mir schreibst. Persönlich. Mach's gut, dir noch einen wunderschönen Tag. Ciao.